So, jetzt wollte ich aber was ganz anderes sagen. Wenn ich eben gesagt habe, so auftippen und abschlagen, da wissen Sie, es kann sich nur um einen Torwart handeln, wenn ich sagte, wir kommen noch nicht zu unserer Nummer 1, sondern zu einer anderen Nummer 1, zu einer europäischen Nummer 1, nämlich im Fußball. Europacup der Landesmeister, wer hat nicht, ich bin sicher nur sehr wenige, am Fernsehen gesessen und mitverfolgt dieses packende Spiel, in dem in der 8. Minute Felix Magath durchging und ein wunderschönes Tor schoss. Und da hat er fairerweise gesagt, den hätte nicht mal ich gehalten. Hier ist der Torwart vom Hamburger Sportverein, hier ist Uli Stein. Das soll er auskosten. Auf einer völlig anderen Bühne als die, die er gewohnt ist. Ein anderes Gefühl als in so einem Stadion, nicht? Ja, ich muss sagen, also hier kann man nervös werden. Ach, ist das schön. Er hat immer eine solche Ruhe im Strafraum. Ich habe vor der Sendung ihn gefragt, gesagt, sag mal, ich bin jetzt so richtig flatterig vor der Sendung. Sagte ich überhaupt nicht. Auch in Athen nicht? Nee, da nicht. Also ich muss sagen, hier bin ich etwas nervöser. Jetzt wissen Sie ehrlich. Also mein erster etwas größerer Fernsehauftritt. Also von so dichtem, ja. Von so dichtem, natürlich. Bei einer völlig andere Bühne, wie ich schon sagte. Lieber Uli, deutsche Meisterschaft entscheidet sich eigentlich am kommenden Wochenende. Da müsst ihr nach Schalke und Werder empfängt zu Hause Bochum. Also der Ruhrpott entscheidet, wer Meister wird, nicht? Na, ich glaube nicht der Ruhrpott, ich glaube der Norden bleibt dabei und entscheidet. Denn entweder Bremen oder wir müssen gewinnen, beide. Und der Ruhrpott hat da, glaube ich, wenig Chancen, irgendwas zu entscheiden. Aha, ich wollte gerade so eine schöne Überleitung finden, jetzt zum nächsten. Und Friedel guckt auch schon so, macht ha, 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 hat er gerade gesagt. Ich wünsche euch toi, toi, toi fürs letzte Spiel in dieser Saison. Ich möchte dir nur, da das hier in diese Sendung, glaube ich, ganz gut reinpasst, von der Mannschaft die besten Grüße übermitteln. Eine Platte, die Mannschaft signiert hat. Und gleichzeitig vom Verein, von unserem Präsidenten, eine Einladung aussprechen für dich, wenn du mal nach Hamburg kommst, möchte er dir eine Ehrennadel, da du heute keine trägst vom HSV, wie sonst in jeder Sendung, möchte er dir also die Ehrennadel... In fast jeder, ja, in fast jeder, Uli. Weil er weiß, dass du einer der größten, wenn nicht der größte Fan überhaupt des Hamburger SV bist. Eine Ehrennadel, ich glaube, es ist seine, die er damals bekommen hat für seinen weitesten Sprung in seiner Laufbahn. Und die möchte er dir gerne überreichen. Ich bedanke mich. Du, ich muss weitermachen. Uli, herzlichen Dank. Grüßen wir bitte den Präsidenten Dr. Klein, grüßen wir euren Manager und vor allen Dingen euren Trainer, der wirklich Hervorragendes geleistet hat. Ob ich auch die bitte einmal, wie so ein, die schmeiße ich einmal darüber. Und wenn ich eben gesagt habe, der Friedel steht da drüben und sagt, hoi, 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 der Uli soll ganz vorsichtig sein.